Mitte der 1970er Jahre verschwanden in New Jersey mehrere junge Frauen. Sie hörte eine Frau hinten im Wagen schreien: Hilfe, dieser Mann ist verrückt. Ihr Entführer war ein Meister der Manipulation. Er war der netteste Mensch der Welt, unglaublich charmant, der vor Mord nicht zurückschreckte. Er hatte ihr die Strumpfhose um den Hals gewickelt und einen Stock hineingesteckt, sodass er noch fester zuziehen konnte. Es war grauenhaft und lässt mich bis heute nicht los. Was war das Motiv für seine grausame Brutalität? Seine Verbrechen waren von Anfang an gegen Frauen gerichtet. Ihm fehlten Mitleid und Menschlichkeit. Und wurde der Mann als Mörder geboren? In den 70er Jahren war Bergen County, New Jersey, direkt angrenzend an Manhattan, eine idyllische Gegend, in der viele New York-Pendler wohnten. Eine sehr angenehme Kommune, gleich auf der anderen Seite der George-Washington-Brücke. Eine nette Mittelklasse-Wohngegend. Die Hälfte der Einwohner arbeitete in New York, die andere Hälfte vor Ort. Der ehemalige Staatsanwalt Charles Buckley berichtet, dass Bergen County das Gegenteil vom damals vom Verbrechen stark heimgesuchten New York war. In Bergen County kamen Verbrechen so gut wie gar nicht vor. Keine Einbrüche, man lebte sicher. Alles war ruhig. Doch schon bald soll etwas geschehen, das die Kommunen bis ins Mark erschüttert und Charles Buckley reichlich Arbeit beschert. 1975 lassen sich die frisch verheirateten jungen Briten Jonathan und Susan Haynes in Haworth im Bergen County nieder. Jonathan hat eine Stelle in den USA angenommen. Hebamme Susan sucht noch eine Anstellung. Wir hatten die Option, ein Apartment in New York City zu beziehen oder in New Jersey zu wohnen. Uns gefiel Bergen County besonders gut. Dort fanden wir ein schönes Haus. Es scheint der perfekte Start in Susans und Jonathans neues gemeinsames Leben zu werden. Wir haben uns auf einer Party kennengelernt und uns sofort verliebt. Sie war so wunderschön und ich habe sie vermutlich die ganze Zeit angestarrt. Susan war eine fröhliche Person, herzlich, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen und hatte sehr viele Freunde. Sie schloss schnell Kontakt. Am Morgen des 6. Oktober 1975 fährt Jonathan morgens wie gewohnt zur Arbeit. Susan bleibt allein zu Hause. Ich rief sie gegen 13 Uhr an. Alles war gut. Sie hatte einen Brief von Freunden aus Kapstadt bekommen. Eine ihrer besten Freundinnen erwartete ein Kind. Darüber freute Susan sich sehr. Und wir plauderten eine Weile. Ich sagte ihr, dass ich wohl etwas später als sonst nach Hause kommen würde. Jonathan ist kurz vor 18 Uhr wieder in Haworth. Natürlich kam er mit der Erwartung nach Hause, dass seine Frau da sein würde. Normalerweise begrüßte mich Susan schon an der Haustür. Aber es war niemand da. Und die Haustür war abgeschlossen, sodass ich den Schlüssel benutzen musste. Ich rief nach ihr. Im Haus sah alles aus wie immer. Jonathan suchte im ganzen Haus nach ihr und fand sie nicht. Alles war in Ordnung. Die Wäsche säuberlich gefaltet, nichts Außergewöhnliches. Keine umgeworfenen Blumentöpfe, keine Anzeichen eines Kampfes, gar nichts.
Jonathan geht zur Garage, um nachzusehen, ob Susans Auto da ist. Der Wagen war da, aber der Zündschlüssel steckte und ihr Hausschlüssel lag auf dem Beifahrersitz. Das war der erste Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmte. Seine Frau war weg und es gab keine Nachricht von ihr. Der Ehemann alarmiert die Polizei und muss feststellen, dass er auf einmal selbst in Verdacht gerät. Im Fall einer vermissten Frau denkt jeder Polizist zuerst an den Ehemann oder Partner der Frau als möglichen Täter. Es wurde angedeutet, dass ich der Polizei gegenüber nicht die Wahrheit sagte. Man verdächtigte mich. Als Susan nach 3 Tagen immer noch nicht auftaucht, wird der junge Brite zu einem Lügendetektortest gebeten. Die aufgezeichneten Reaktionen können vor Gericht nicht als Schuld- oder Unschuldsbeweis angeführt werden, sind aber dennoch sehr nützlich für die Polizeiarbeit. Ich hatte keine Ahnung, was ein Polygraph ist. Und unter keinen Umständen würde ich mich einem solchen Test noch einmal unterziehen. Über ein Drittel aller ermordeten Frauen werden von ihrem Partner getötet. Doch nicht Susan Haynes. Haynes bestand den Test mit fliegenden Farben. Es gab keinen Grund zur Annahme, dass er mit dem Verschwinden seiner Frau auch nur im geringsten etwas zu tun hatte. Und Susan bleibt verschwunden. Die unmittelbare Umgebung wurde abgesucht, die Wälder und Felder in der Nähe des Hauses. Spürhunde kamen zum Einsatz. Die Polizei beschloss, auch einen Hellseher zum Einsatz kommen zu lassen. Und gemeinsam mit ihm fuhr ich tagelang in einem nicht als Polizeiwagen erkennbaren Fahrzeug durch New Jersey, um nach möglichen Spuren von Susan zu suchen. Hunderte Freiwillige marschierten in Suchformationen über die ausgewiesenen Areale, in der Hoffnung, irgendeine Spur zu finden. Doch all das brachte keine Ergebnisse. Alle möglichen Leute versuchten zu helfen. Hatte sie vielleicht einen plötzlichen Gedächtnisverlust erlitten und wanderte orientierungslos durch die USA? War sie vielleicht von einer kriminellen Organisation entführt worden? Immerhin herrschte damals Krieg in Nordirland. Es gab auch keine Lösegeldforderung. Die Polizei hatte nichts, mit dem sie arbeiten konnte. Es war nicht klar, wohin das alles führen würde. Unter denen, die nicht täglich über die George-Washington-Brücke nach New York pendeln, ist auch dieser Einheimische. Der charismatische Robert Reldon. Ein charmanter Mann, gut aussehend, groß, gut gebaut, von angenehmer Erscheinung. Er sah gut aus, konnte gut reden, fluchte nicht. Er war ein echter Frauentyp. Robert Reldon hatte überall seine Freundinnen. Wenn er auf der Straße stehen blieb und nach dem Weg fragte, zögerte man keine Sekunde, um ihm zu helfen. Reldon wurde 1940 in Brooklyn, New York, geboren. Später siedelt seine Familie ins Bergen County um. Er stammte aus einer guten Familie. Seine Eltern führten einen Coffeeshop, das Luncheonette in New York City. Vielleicht fehlte ihm ein bisschen die elterliche Aufmerksamkeit, denn Mutter und Vater arbeiteten beide. Robert hat ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Doch in ihrer spärlichen Freizeit kümmern sie sich ein bisschen mehr um seine kleine Schwester. Roberts jüngere Schwester Susan hatte Kinderlähmung. Deswegen galt die Aufmerksamkeit der Eltern vor allem ihr.
Aber an materiellen Dingen mangelt es Reldon nicht. Seine Tante Lillian war sehr wohlhabend. Sie hatte reich geheiratet und verdiente selbst auch sehr gut. Lillian Booth war die Schwester von Robert Reldons Mutter. Sie war angehende Schauspielerin in New York. Doch wie viele junge Darstellerinnen musste sie nebenher Geld verdienen, während sie auf ihren Durchbruch am Broadway wartete. Also arbeitete sie im Luncheonette. Eines Tages kam ein sehr wohlhabender Gentleman zum Essen vorbei und fand Gefallen an ihr. Er war der Sohn einer der frühen IBM-Investoren und hatte reich geerbt. Lillian und er waren glücklich verheiratet, aber sie hatten keine eigenen Kinder. Und so konzentrierte sich Lillian auf ihren Neffen Robert, den sie Bobby nannte, und alle anderen Nichten und Neffen der weit verzweigten Familie. Aber Robert war ihr Lieblingsneffe und sie beschenkte ihn großzügig. Eins ihrer besonders schönen Geschenke war ein nagelneuer VW Käfer Cabrio. Nur leider ist Tante Lillians Neffe nicht der, der er vorgibt zu sein. Am 6. Oktober 1975 verschwindet die 28-jährige, frisch verheiratete Susan Haynes auf mysteriöse Weise aus ihrem Haus im Bergen County, New Jersey. Ihr Ehemann und die Polizei sind ratlos. Ich konnte mir absolut nicht vorstellen, was passiert war. Irgendwann ergreift die Verzweiflung Besitz von dir. Das Wichtigste ist sicher, der Polizei alles zu sagen, was relevant sein könnte. Doch Susan Haynes bleibt nicht der einzige Vermisstenfall in der Gegend. Die Familie Reeve wohnt zu dieser Zeit ebenfalls im idyllischen Bergen County. Wir hatten vier Kinder, zwei Mädchen und zwei Jungs. Die beiden Mädchen waren die Älteren. Ich arbeitete damals als Rechtsanwalt. Die älteste Tochter Susan lebt noch zu Hause. Susan war ein entzückendes, sehr attraktives Mädchen. Jeder mochte sie. Sie war unser Sonnenschein. Die 22-Jährige ist frisch von einer vierwöchigen Europareise zurückgekehrt und hat gerade einen Job gefunden. Susan Reeve arbeitete in einer Werbeagentur in New York City. Sie hatte ihren Abschluss an der Hollins University in Virginia gemacht. Es war ihre erste Arbeitsstelle. Sie hatte viele Freunde, arbeitete gern und liebte das Leben. Sie hatte alles, was man sich wünschen konnte. Sie hatte sich gerade verlobt und freute sich schon auf ihre Hochzeit. Am 14. Oktober 1975, 8 Tage nach dem mysteriösen Verschwinden von Susan Haynes, fährt Susan Reeve wie üblich morgens zur Arbeit. Sie fuhr jeden Tag mit dem Bus in die Stadt. Die Haltestelle war sehr günstig gelegen, nur wenige Minuten zu Fuß vom Haus ihrer Eltern. Gegen 18 Uhr kommt Susan wieder an der Bushaltestelle an. Susan Reeve ging diesen Bürgersteig entlang, nachdem sie aus dem Bus gestiegen war, und ging in Richtung ihres Zuhauses in der Anderson Avenue. Und auf einmal war sie wie vom Erdboden verschluckt. Wir wunderten uns, wo sie blieb. Aber vielleicht hatte sie ja eine Verabredung und hatte vergessen, uns davon zu erzählen. Sie war nicht der Typ, der spontan irgendwo hinging, ohne den Eltern zumindest Bescheid zu sagen. Sie suchten überall nach ihr, aber vergebens. Wo war Susan und warum kam sie nicht nach Hause? Schließlich meldeten wir sie als vermisst.
Ein Augenzeugenbericht von der George-Washington-Brücke gibt Anlass zur Sorge. Einer der Mordkassiererinnen von der Brücke fiel ein Wagen auf, der am frühen Abend mit laut aufgedrehter Musik vorfuhr. Der Kassiererin war, als hörte sie aus dem hinteren Teil des Wagens eine Frau um Hilfe rufen. Hilfe, der Mann ist verrückt, hörte sie die Frau schreien. Doch der Fahrer gab schnell Gas und verschwand. Es machte uns verrückt, dass wir nicht wussten, was los war. Immer wieder gab es Hinweise. Und ich fuhr durch die Gegend, aber immer ohne Erfolg. Das beinahe zeitgleiche Verschwinden von Susan Haynes ist kein gutes Zeichen. Zwei Frauen, die urplötzlich nicht mehr da waren. Da lag der Verdacht nahe, dass beide einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnten. Von der Polizei erfuhr ich, dass eine weitere junge Frau verschwunden war. Man brauchte nur eins und eins zusammenzuzählen. Dieser Zufall war zu groß, um ignoriert werden zu können. Wir dachten, sie wäre vielleicht entführt worden und warteten auf eine Lösegeldforderung. Zwei junge Frauen mit dem Namen Susan sind aus wohlhabenden Vorstädten im Bergen County verschwunden. Eine Woche nach dem letzten Vorfall wird ein Verkäufer im Kaufhaus Macy's in New York von einem Mann angesprochen, der Schmuck zu verkaufen hat. Dem Verkäufer fällt vor allem ein ganz besonderer Ring auf. Es war ein Einzelstück, ein Verlobungsring, und zwar eine Spezialanfertigung. Der Ring gehört Susan Haynes, die ihn so gut wie nie ablegte. Diesen Verlobungsring haben wir bei Harrods in London gekauft. Es war ein besonderes Stück. Von der Seite betrachtet sah er aus wie ein S und war mit mehreren kleinen und einem größeren Diamanten in der Mitte besetzt. Der Ring war nicht über die Maßen wertvoll, aber eben sehr besonders. Zwei Tage später taucht der unbekannte Mann wieder im Kaufhaus auf und will den Ring zurückkaufen. Doch man kann das Schmuckstück zunächst nicht finden. Er veranstaltete eine unfassbare Szene, weil er den Ring nicht sofort zurückbekam. Er schrie so laut herum, dass die Security gerufen werden musste. Schließlich kann der Mann den Ring für $100 in bar zurückkaufen. Später wird er als Robert Reldon identifiziert. Dem Mann mit der wohlhabenden Tante sind die schönen Dinge des Lebens nicht unbekannt. Lillian Booth wohnte in einer sehr exklusiven Gemeinde im nördlichen New Jersey, in Alpine. Dort wohnen auch heute noch viele Musikstars und berühmte Filmschauspieler. Die Anwesen dort kosten viele Millionen und sind mit Tennisplätzen und Swimmingpools ausgestattet. Robert Reldons Familie war dort öfter zu Gast und seine Tante trug stets teuren Schmuck. Sie prahlte ganz gern mit ihrem Reichtum. Reldon führte das Leben eines Playboys. Seine Tante finanzierte ihm Reitunterricht und Skiausflüge, was er sich nur wünschen konnte. Doch hinter Robert Reldon steckt mehr, als man auf Anhieb erkennen kann. Wenn man ihn nicht kennt, könnte man ihn für den nettesten Menschen der Welt halten. Charmant bis zum Umfallen. Tatsächlich ist Robert Reldon ein bedingt entlassener Straftäter. Zum Zeitpunkt, als die beiden Frauen verschwinden, ist er erst seit 5 Monaten wieder auf freiem Fuß. 1971 wurde er wegen eines Überfalls festgenommen. Streifenpolizist Charles Moore hatte damals Dienst. Ich erhielt über Funk die Nachricht von einer versuchten Vergewaltigung in einem Apartmentkomplex. Eine junge Frau ist von einem Fremden belästigt und bedroht worden. Ein Mann sprang zu ihr ins Auto und bedrohte sie mit einem Messer.
Sie dachte erst, es wäre ein Raubüberfall, also hielt sie dem Mann ihre Geldbörse hin. Doch er sagte, darum geht es mir nicht. Da sprang die Frau schnell aus dem Auto. Als er nach dem Täter Ausschau hält, entdeckt Officer Moore einen Mann, auf den die Beschreibung der Zeugin passt. Es ist der 30-jährige Robert Reldon. Ich hatte Augenkontakt mit ihm und wusste sofort, das ist er. Als ich ihm näher kam, verschwand er in einer Eisdiele und schlug dort mit der Hand auf die Ladentheke. Ich bekam ihn zu packen und befahl ihm, mit der Hand an meiner Waffe stehen zu bleiben. Das tat er auch. Ich bat ihn, mit mir nach draußen zu kommen, angesichts der vielen Kunden. Während sich die angeforderte Verstärkung um Reldon kümmert, geht Moore noch einmal zurück in die Eisdiele. Ich sah mir die Ladentheke an. Da lag ein Wurfmesser mit blauem Griff. Reldon behauptet, er sei in der Gegend, weil er einen Freund im Krankenhaus besucht habe. Einen gewissen Mr. Pendergast. Also fuhr ich mit einem Kollegen zum Kennedy Hospital und bat darum, diesen Mr. Pendergast zu sprechen. Wir fragten ihn, ob er Robert Reldon kennen würde und wie gut. Der Mann sagte, er war mein Musterschüler. Ich fragte also, sind Sie Lehrer? Mr. Pendergast antwortete nein. Es stellte sich heraus, dass er der Chefpsychologe in der Abteilung für Sexualstraftäter im Hochsicherheitsgefängnis Rahway war. Es ist also nicht das erste Mal, dass Robert Reldon mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Und tragischerweise auch nicht das letzte Mal. Anfang Oktober 1975 sind zwei Frauen, Susan Haynes und Susan Reeve, auf mysteriöse Weise im Bergen County verschwunden. Die Ermittler wissen nicht weiter. Zwei Frauen aus derselben Gegend verschwinden, ohne jemandem ein Wort zu sagen. Wenn man keine Spur hat und es keine Zeugen gibt, wo soll man dann anfangen? Doch am 21. Oktober kommt es zum Durchbruch. Der Mautkassiererin von der George-Washington-Brücke werden verschiedene Fahndungsfotos gezeigt und sie kann den Fahrer des verdächtigen Wagens eindeutig identifizieren. Es ist Robert Reldon. Es war lediglich eine Routineüberprüfung wegen seiner Sexualstraftätervergangenheit. Der 35-Jährige wird befragt und mit ihm scheint alles in Ordnung zu sein. Er war sehr kooperativ und sagte, er könnte uns sein Tagebuch zur Verfügung stellen, das er seit 6 Monaten führte. Doch als die Ermittler die Tagebucheinträge überprüfen, fällt auf, dass einige Abschnitte sehr konstruiert und zu detailliert klingen. Reldon hatte zum Beispiel notiert, dass er in einer Bar nicht weit von seinem Haus ein Bitter Lemon zu sich genommen hatte. Natürlich überprüften die Ermittler das. Und es stellte sich heraus, dass in dieser Bar gar kein Bitter Lemon ausgeschenkt wird. Am folgenden Tag werden die Ermittler in einen Park im angrenzenden Bundesstaat gerufen. Ein Anwohner ging mit seinem Hund spazieren und wollte den Weg runter zum See gehen. Doch der Hund zerrte ihn nach rechts. Der Hund zerrte ihn auf einen einsameren Pfad. Und dort entdeckte der Mann eine Leiche. Die Nachricht vom Leichenfund erreicht bald die Angehörigen der beiden verschwundenen Frauen.
Mir wurde mitgeteilt, dass man eine Frauenleiche gefunden hätte. Wir gingen alle davon aus, dass es sich um eine Frau handelte. Ein Zahnvergleich bestätigt, dass es sich bei dem Opfer tatsächlich um die junge Britin Susan Haynes handelt. Ich glaube nicht, dass viele Menschen sich vorstellen können, wie schrecklich das war. Es war grauenhaft und lässt mich bis heute nicht los. Die Obduktion ergibt, dass Susan einer brutalen Attacke erlag. Sie war einem Mord zum Opfer gefallen. Ihr Zungenbein war gebrochen und der Täter hatte sie mit einer sogenannten spanischen Schlinge erdrosselt. Dazu hatte er ihre Strumpfhose und einen Stock benutzt. Die Polizei weiß nun, dass sie es mit einem sadistischen Täter zu tun hat. Hauptverdächtiger ist der 35-jährige Robert Reldon. Der Mann mit der wohlhabenden Tante hat eine lange kriminelle Geschichte. Seine erste Straftat beging er mit 16. Auf der anderen Seite des Flusses in New York City belästigte er in einem Apartmentgebäude eine Frau und stahl ihr die Handtasche. Ein Handtaschendiebstahl bringt in der Regel keinen großen finanziellen Erfolg. Viel wichtiger ist der psychologische Effekt auf den Täter. Wenn ein Täter wie Reldon jemanden überfällt, obwohl er eigentlich kein Geld braucht, und sich dennoch diesem Risiko aussetzt, geht es ihm um etwas anderes. Es geht ihm um die psychische Befriedigung, die Rechte eines anderen Menschen zu missachten. Das finden solche Täter sexuell erregend, und deswegen tun sie es immer und immer wieder. Diebstähle, Einbrüche, Überfälle. So sieht das Leben des jungen Mannes in den 60er Jahren aus. Und das, obwohl er kein Geld braucht. Eigentlich hätten wir neidisch auf ihn sein müssen. Denn er hatte ja alles. Aber er wollte immer noch mehr. In seiner ersten psychologischen Begutachtung wurde festgestellt, dass er Frauen gegenüber feindselig eingestellt war, vor allem seiner Mutter gegenüber. Und er war der festen Überzeugung, dass ihm viel mehr zustand als das, was er von seiner Tante Lillian bekam. Schon in seiner Schulzeit richteten sich seine Verbrechen gegen Frauen. Solche Verbrechen eskalieren. Zunächst beginnt alles mit einer Fantasie, die dann zu Voyeurismus führen kann, schließlich zu Einbruchsdelikten, sexueller Belästigung und zuletzt eben Sexualmord. Betrachtet man sich den Werdegang verschiedener Serienmörder, ist ein klares Muster erkennbar. Alle begannen mit Einbruch. Denn viele Einbrüche sind sexuell motiviert. Das Eindringen in ein fremdes Haus ist für diese Täter erregend. 1967 fällt Reldon im Bergen County eine Frau ins Auge. Er saß in seinem schicken neuen Volkswagen, als sie an ihm vorbeifuhr. Er fixierte sich auf sie und folgte ihr nach Hause. Mit seiner charmanten Art überredete er sie, ihn hineinzulassen, um einen Anruf zu tätigen. Doch stattdessen vergewaltigte er die Frau, stieg wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Wenn man sich einen ganz normalen Tag im Leben eines ganz normalen Menschen ansieht, begegnet jeder mal jemandem, den er attraktiv findet. Doch man beherrscht sich, anders als Reldon. Er hätte sich auch beherrschen können, aber er wollte nicht. Doch Reldons Übergriff bleibt nicht unbeobachtet. Sein VW Käfer, das Geschenk von Tante Lillian, wird am Tatort gesehen und der 26-Jährige kann festgenommen werden. Nach seiner Verurteilung wird er in ein neuartiges Rehabilitationsprogramm für Sexualstraftäter im Rahway State Prison aufgenommen.
Reldon war der Vorzeigeschüler dieses Projekts, weil er so gut aussah und gut reden konnte. Er hielt sich für den Star. Offensichtlich passt das Programm für Reldon. Reldon war klug. Er wusste, was er den Psychologen sagen musste, um ihnen vorzugaukeln, dass die Therapie anschlug. Die Aussagen von einem Psychiater und einem Vollzugsbeamten waren ausreichend, um den Fall an den Bewährungsausschuss weiterzugeben. In Reldons Fall sagte der Psychiater, er wäre geheilt. Er schrieb wörtlich, wenn Robert Reldon auf Bewährung entlassen wird, sage ich voraus, dass er der erfolgreichste, bedingt Haftentlassene in der Geschichte unseres Justizsystems sein wird. Und so wird Reldon auf Bewährung entlassen. Als er 1970 eine junge Frau in ihrem Wagen mit einem Messer bedroht, kommt er sofort zurück nach Rahway. Trotz seiner Straftaten punktet er dort bei den Wärtern mit seinem Charme. Er war anders als 99% der Insassen. Er wusste, was er sagen musste. Er kannte die Spielregeln. Kein Psychologe war ihm gewachsen. Er täuschte sie alle. Verschiedenste Fachleute sprachen mit ihm und er zeigte jedes Mal die nötige Demut. Damit kriegte er sie alle rum. Er war ein sehr guter Schwindler. Wieder kommt Robert Reldon auf Bewährung frei. Im Mai 1975. Und wieder kann er sich nicht beherrschen. Nur 5 Monate nach seiner Entlassung verschwinden 2 junge Frauen aus der Gegend. Eine von ihnen wird später ermordet aufgefunden. Am 28. Oktober gibt es erneut schreckliche Nachrichten. Wieder war eine Frauenleiche entdeckt worden, diesmal im Tallman Mountain State Park. Der ehemalige Staatsanwalt Charles Buckley erinnert sich an die Szene am Fundort. Die Leiche wurde unten im Gebüsch am Fluss gefunden. Angestellte des Parks hatten die Rohre auf Chlorwerte kontrolliert und dabei die Leiche entdeckt. Sie lag mit nach oben ausgestreckten Armen im Wasser. Bei der Toten handelt es sich um die 22-jährige Susan Reeve. Sie ist keines natürlichen Todes gestorben. Irgendetwas stimmte da nicht. Normalerweise hätte niemand eine Leiche so hingelegt, dass die Arme nach oben zeigen. Ganz klar, der Täter hatte das so inszeniert. Die grausame Neuigkeit versetzt die Bürger des Bergen County in Angst und Schrecken. Die Presse tauft die Taten die Susan-Morde. Susan Reeves Vater wird informiert. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Sie war zu diesem Zeitpunkt bereits eine Woche tot und ich musste sie identifizieren. Das war sehr schwer für mich. Wir konnten sie auch nicht beerdigen lassen. Sie musste eingeäschert werden. Die Obduktion bestätigt, dass auch Susan Reeve vergewaltigt wurde. Und auch die Todesursache ist dieselbe wie bei Susan Haynes. Der Täter erdrosselte beide mit einer Strumpfhose, in die er einen Stock geknotet hatte, damit er fester zuziehen konnte. Die effizienteste Mordmethode ist das Erschießen. Aber Sexualmörder haben es gerne persönlicher. Deswegen ist ihre bevorzugte Methode meist die Strangulation. Vor allem mit bloßen Händen, aber eben auch mit Hilfsmitteln. So lässt sich der Todeszeitpunkt besser kontrollieren. Zwei Tage nach dem Leichenfund wird der Hauptverdächtige Robert Reldon wegen 2 Hauseinbrüche verhaftet. Doch Reldon hat keinerlei Ambitionen, längere Zeit hinter Gittern zu verbringen. Und diesmal ist die wohlhabende Tante, die ihn die ganze Zeit unterstützt hat, sein Ziel.
1975 werden im Bergen County, New Jersey, zwei junge Frauen entführt und ihre Leichen vom Täter in zwei Parks abgelegt. Der Hauptverdächtige befindet sich wegen zweier anderer Delikte mittlerweile in Haft. Und nun übernimmt die Staatsanwaltschaft den Fall. Reldon erfreut sich weiterhin der Unterstützung seiner Familie. Trotz aller Straftaten wich die Familie nie von seiner Seite. Mutter, Vater, Schwester, Tante, niemand verlor den Glauben an ihn. Doch wie es scheint, reicht Reldon die Großzügigkeit seiner Tante Lillian nicht mehr. Daher tritt er an zwei Mithäftlinge mit einem verlockenden Angebot heran. Er suchte nach jemandem, der seine Tante ermorden würde, und einen guten Rechtsanwalt, der ihn vertreten sollte. Die beiden anderen willigten ein und gemeinsam hackten sie einen Plan aus. Ich hörte über den Flurfunk davon. Und der Flurfunk im Knast ist wirklich etwas Besonderes. Reldon wollte sie umbringen lassen, weil er in ihrem Testament bedacht war. Doch die Mithäftlinge verraten Reldons Plan an die Gefängnisleitung. Ein Undercover-Polizist übernimmt zum Schein die Rolle des Attentäters. Wir trafen ihn zweimal im State Prison und nahmen die Gespräche auf. Darin brachte Reldon seinen Wunsch zum Ausdruck, seine Tante töten zu wollen. Und auf diesen Satz hatten wir gewartet. Damit konnten wir ihn ein für alle Mal dingfest machen. Robert Reldon werden mehrere Prozesse gemacht. Wegen des Mordes an Susan Haynes, des Mordes an Susan Reeve und des geplanten Mordes an seiner Tante. Vor Gericht beeindruckt er die Anwesenden. Er war ein gut aussehender Mann, gut gekleidet, aus einer guten Familie, höflich, charmant, wie ein typischer Gentleman aus der Upper Class. Er hatte eine ungeheure Präsenz. Manche hielten ihn sogar für den Strafverteidiger und seinen Strafverteidiger für den Angeklagten. Doch Robert Reldon ist nicht bereit, sich dem üblichen Prozedere zu stellen. Er befand sich in einem Vorraum des Gerichtssaals und hatte irgendwie Pfefferspray hineinschmuggeln können. Das sprühte er seinem Aufseher in die Augen. Der Gerichtsdiener kam zu mir gerannt und schloss die Türen ab. Ich hatte keine Ahnung, was los war. Bei seinem Fluchtversuch sprang er aus dem Fenster im ersten Stock. Dabei brach er sich beide Knöchel, rannte aber weiter. Ich rannte im Hauptgebäude die Treppe hinunter und auf den Parkplatz. Ich wollte mir diesen Kerl schnappen. Doch Jonathan Haynes hat keine Chance. Reldon knackt ein Auto und entkommt. Die Polizei lieferte sich mit ihm eine Verfolgungsjagd. Und Reldons Traum von der Freiheit zerplatzt. Er konnte festgenommen werden, als er den Wagen in den Graben setzte. ...1986 wird Robert Reldon für den Mord an Susan Haynes zu einer 30-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe für den Mord an Susan Reeve. Doch eine Frage bleibt. Was war das Motiv für seine Taten? Waren sie eine Folge seiner Sozialisierung? Oder wurde er als Mörder geboren? Ich denke, dass das Problem Reldons Gier war. Er wollte immer mehr und immer mehr von seiner Tante haben. Nie reichte es ihm. Und weil er grundsätzlich etwas gegen Frauen hatte, wurde er auch noch zum Vergewaltiger.
Man kennt die Geschichte von vielen Häftlingen. Die sozialen Umstände, ich bin ohne Vater aufgewachsen, meine Mutter war ein Junkie. Aber Reldon hatte alles. Was also kann die Erklärung sein? Ich glaube, irgendwie fehlte ihm etwas. Ich denke, dass es nicht durch seine Umweltprägung kam, sondern dass er genetisch falsch programmiert ist. Ihm fehlen Mitleidsfähigkeit und Menschlichkeit. Er wurde vermutlich nicht als Mörder geboren. Aber schon mit 16 hatte er einen so großen Hass auf Frauen, dass er sich zu diesem Monster entwickelte. Wenn man Reldons Handlungen als Reaktion auf Erlebnisse verstehen will, die er in seinem Leben gemacht hat, liegt man völlig daneben. Es gibt in seiner Geschichte kein einziges schlimmes Erlebnis. Daher sind seine Taten aus ihm selbst entstanden. Schon in frühen Jahren gefiel es ihm, die Rechte anderer zu verletzen. Solche Personen agieren in einer anderen Sphäre als der Rest von uns. Wenn sie sehen, dass jemand mehr hat als sie, denken sie, ihnen würde das alles zustehen. Und es wäre ihre Aufgabe, es den anderen abzunehmen. Solche Verhaltensweisen sind genetisch angelegt. Diese Personen erfreuen sich daran, anderen Leid zuzufügen und nicht nur ein bisschen. Anderen Menschen weh zu tun, empfinden sie als sexuell stimulierend. Es ist Teil ihres Erregungsmusters.21 Jahre nach Robert Reldons Verurteilung stirbt seine Tante Lillian. Reldon erbt von ihr einen Treuhandfonds mit einem Wert von 9 Millionen Dollar. Susan Reeves Angehörige sind der Meinung, dass der Mörder das Geld nicht verdient hat und klagen. 2010 entscheidet ein Gericht, dass Reldon der Familie eine Entschädigung zahlen und diese aus dem Treuhandfonds beglichen werden muss. Solange Reldon lebt. Meine Frau Barbara und ich wollten nichts von Reldons Geld für uns. Am Ende denkt er, er könnte sich damit von seiner Schuld loskaufen. Deswegen entschieden wir, mit dem Geld eine Stiftung zu gründen. Und zwar für Stipendiaten an der Universität, an der Susan ihren Abschluss gemacht hat. Das war eine sehr lohnenswerte Erfahrung. Und auch Susan Haynes Angehörige sorgen dafür, dass ihr Andenken nicht in Vergessenheit gerät. Susan ist auf dem Friedhof der kleinen Kirche bestattet, in der wir geheiratet haben. Es ist eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert. Und dort ist Susan immer noch. Ich bin sehr stolz auf meine Frau. Und ich weiß, dass ihre Freunde sich alle an sie erinnern. Das ist alles sehr traurig. Dieser Mord wird mir immer im Gedächtnis bleiben, solange ich lebe. Inzwischen bin ich fast 70 und alles ist immer noch da.